Ja, das ist sie wieder, liebe Zuschauer, die Musikschau der Nationen. Und zwar eine ganz besondere. Es gibt nämlich einen runden Geburtstag zu feiern. Die Musikschau wird 40 Jahre. Und als sie hier vor 40 Jahren zum ersten Mal aus der Taufe gehoben wurde, hat wohl kaum einer damit gerechnet, dass sie mal zum größten Blasmusikfestival Europas werden würde. Und um dieses Ereignis nun gebührend und erlebnisreich zu gestalten, sind wieder über 800 Musiker aus 11 Nationen und von allen Kontinenten in die Bremer Stadthalle gekommen, um sie jetzt hier zu unterhalten. Und ich werde wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen und Ihnen von dort berichten. Also dann viel Spaß bei der Musikschau der Nation.
Früher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war ja angeblich alles sehr viel besser, wer weiß. Aber auf alle Fälle scheinen die Staatsfinanzen bei den alten Ägyptern noch in Ordnung gewesen zu sein, denn hier bei den Pharaonen neben mir, da glänzt alles nur so von Gold. Aber das ist natürlich heute nur noch schöner Schein. Und unter den Kostümen verbirgt sich eine ganz moderne Truppe, das Stabsmusikkorps der ägyptischen Armee. Die Kostüme sind extra für Bremen gemacht worden, genauso wie der Streitwagen und eine Säule mit Inschrift. Das ist ein Geschenk des ägyptischen Volkes an die Deutschen und symbolisiert Liebe, Frieden und Freundschaft zwischen den beiden Nationen. In Ägypten hat das Orchester sogar schon vor gekrönten Häuptern gespielt. Bei uns ist bekanntlich der Zuschauerkönig und deshalb jetzt exklusiv für Sie das Stabsmusikkorps der ägyptischen Armee. Thank you.
Ja, und das sind auch wieder neue Gesichter bei der Musikschau der Nationen. Die Strathclyde Police Pipe Band. Ausgerüstet mit Dudelsäcken und eindrucksvollen Uniformen, das muss man ja schon sagen. Und wie ich Großbritannien so kenne, haben die wahrscheinlich alle eine sehr lange Tradition und besondere Bedeutung. Yes, it's a traditional ceremony. Ja, das ist die traditionelle Zeremonienuniform, so wie sie von den schottischen Regimenten in der britischen Armee getragen wird. Sie geht zurück auf einen sehr alten Kleidungsstil, so wie ihn die Schotten früher auf der Jagd und beim Viehhüten getragen haben. Eine letzte Frage. Die Deutschen rätseln ja oft, was man unterm Schottenrock trägt. Das wollen wir nicht klären, aber mal ehrlich, ist der Kilt nicht ein bisschen kalt und windig in diesen Tagen? Nein, tatsächlich ist er sehr warm, aber der Wind muss doch runtergehen. Na gut, dann sind wir beruhigt und wenn Sie jetzt in die Halle gehen, da ist es gut geheizt, das kann ich Ihnen versichern.
Ja, liebe Zuschauer, diese Herren hier hinter mir erregen zu Recht Aufmerksamkeit. Denn wenn es so etwas gibt wie den Preis für die bisher weiteste Anreise in der Geschichte der Musikschau der Nationen, dann haben den sicher diese Herren hier verdient. Sie waren 4 Tage mit Booten, Bussen, Bahnen und Flugzeugen unterwegs, um vom anderen Ende der Welt hierher nach Bremen zu kommen. Es ist das königliche Musikkorps aus dem Fernkönigreich Tonga. Und inzwischen sind auch noch 4 Damen aufgetaucht hier. Is it traditional that you wear these things? Es ist bei uns Tradition, das zu tragen zum Tanz bei Hochzeiten und solchen Festlichkeiten, Geburtstagen und so. Dann ziehen wir das an. Mit den Muscheln haben wir früher Signale gegeben. Wenn zum Beispiel ein Feind kam, dann wurde das Signal geblasen und das wurde dann immer wieder weitergegeben. Und die Leute wussten, es war was los. Aber das ist alles sehr lange her und diese Helme sehen auch schon klassisch aus, sind aber neues königliches Design. Diese Uniformen, die wir jetzt tragen, sind 2 Jahre alt, neue Uniformen, die vom Kronprinzen von Tonga selbst entworfen und nur für die königliche Marine sind. Und dann wird wieder ein Signal gegeben, diesmal zum Auftritt.
unsere radelnden Holländer. Liebe Zuschauer, die sorgen immer für gute Unterhaltung und viel Spaß, nicht nur in der Halle, sondern auch hier hinter der Bühne. Aber vielleicht sind sie Zeugen einer Abschiedsvorstellung gewesen. Denn ein Militärorchester macht ja nicht nur Musik, es macht auch Kosten. Aber die öffentlichen Kassen sind auch in Holland leer. Das Militärorchester soll verkleinert und die radelnden Musiker eingespart werden. Schade, denn sie waren weltweit mit ihren Auftritten immer gute Botschafter ihres Landes. Das hätte eigentlich auch die Politiker überzeugen müssen, meint Commander de Witt. Der Minister, der ist nicht recht beeindruckt von den Sachen, die wir da nach vorne bringen. Das geht um Geld. Denn bringen Sie noch eine Kassette von der Musikschau mit, dass er sich das nochmal anguckt. Ob das hält, wir können es versuchen. Ich kann nicht wissen. Und da die Chancen, sie wiederzusehen, gering sind, werden hier schon die Erinnerungsfotos gemacht.
Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Halle ist jetzt Pause und hier im Foyer singt Eva Koch ein Lied, das zusammen mit anderen Jugendlichen im letzten Jahr während eines Camps des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Frankreich entstanden ist. Ein Appell an das friedliche Zusammenleben der Völker. Und diese Camps werden unter anderem finanziert mit den Erlösen hier aus der Musikschau der Nation. Und ich denke, da sind die Eintrittsgelder gut angelegt. Und wir würden Ihnen gerne noch ein zweites Beispiel zeigen. Einmal die Bremer Stadtmusikanten anfassen und sich was wünschen. Angeblich soll es in Erfüllung gehen. Das ist eine Erinnerung, die die Teilnehmer des Sommercamps 2003 des Volksbundes mit nach Hause genommen haben. Aber es kam noch besser. Bürgermeister Henning Scherf empfing sie sogar im Rathaus, auch Claire und Alele aus Südafrika. I'm a friend of Nelson Mandela and of Thabo Mbeki. I know both. Die Gruppe, die gerade hier ist, kommt aus der ganzen Welt, sogar aus Südafrika. Und sie finden über die Gräber und über das Pflegen der Gräber, der Kriegsgefangenen und der Soldatengräber, finden sie zueinander und lernen internationale Freundschaft und lernen internationale Kooperation. Das ist ein wunderbares Projekt. Ich gratuliere dem Volksbund sehr dazu. Die Pflege von Kriegsgräbern auf dem Osterholzer Friedhof in Bremen hatten sich die Jugendlichen diesmal vorgenommen. Hier ruhen Gefallene aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Unter diesen Grabsteinen liegen zum Beispiel Besatzungsmitglieder eines bereits 1916 versenkten U-Bootes, wie uns Robert aus der Tschechischen Republik erzählt. Und nach etwa 50 Jahren haben sie dieses U-Boot wieder aufgehoben und haben die Toten aus diesem U-Boot wieder hier begraben. An anderer Stelle werden Grabsteine neu gesetzt und befestigt, akkurat fast so wie von Profis. Das Ganze in internationaler Gemeinschaftsarbeit. Hier sind zum Beispiel Deutschland und Südafrika beim Steineklopfen vereint. Seit 50 Jahren organisiert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nun schon diese Jugendcamps. 50 Jahre aktive Jugendarbeit des Volksbundes in diesem Jahr. Das ist etwas ganz Besonderes. Die jungen Leute wissen das auch und kommen unheimlich gern hierher. Sie arbeiten hier zusammen für 14 Tage und leben zusammen. Sie lernen in dieser Zeit, sich zu tolerieren und akzeptieren. Und sie fahren nach Hause mit einem guten Gefühl. Und wie wir denken, dies ist ein aktiver Beitrag zum Frieden. Und ohne die Jugendlichen könnte auch diese Anlage kaum so gut erhalten werden. Thank you.
Ja, ganz so alt wie das ehrwürdige Rathaus ist sie natürlich nicht, die Musikschau der Nationen. Aber ich meine, 40 Jahre, das kann sich ja auch sehen lassen. Und der Erfolg liegt nicht nur an den Musikern, die hierher kommen, sondern auch an Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns seit Jahren die Treue halten oder die auch immer jedes Jahr wieder neu dazukommen. Und stellvertretend für Sie alle möchte ich mich bei einem Ehepaar bedanken, das schon sehr, sehr lange dabei ist. Das sind nämlich Dora und Werner Kleen aus Rothenburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie hat es Ihnen denn bisher gefallen? Bisher sehr gut. Sonst wären wir auch nicht immer wieder gekommen. Ja, ich habe das schon gehört. Die Redaktion hat es mir nicht verraten. Wie viele Jahre sind Sie denn schon dabei? Ja, meine Frau ist, glaube ich, heute das 38. Mal da und ich bin das 37. Mal da. 37 und 38 Jahre bei der Musikschau der Nation. Donnerwetter. Machen Sie selbst Musik? Ja, zu Hause machen wir ein bisschen Musik. Ich habe ein Keyboard und ein Schifferklavier zu Hause. Aber das hat sie ja nachgelassen. Gut, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken. Und es gibt natürlich ein paar Blumen für Sie, bitte sehr. Und darüber hinaus auch noch unsere Musikschau-Kassetten. Das ist einmal eine Videokassette und eine CD. Und, liebe Zuschauer, es gibt natürlich auch von der jetzigen Musikschau 2004, von unserer Jubiläumsausgabe, auch wieder eine Videokassette und eine CD. Wo Sie die bekommen können, das sehen Sie in der Einblendung. Und ich hoffe, Sie machen von unserem Angebot wieder reichlich Gebrauch.
eine hervorragende Band. Aber jetzt, hat sie uns gesagt, haben wir auch verstärkt noch unsere afrikanischen Elemente in die Musik und in das Orchester einbezogen und uns nach Südafrika eingeladen, um sie für einige Tage zu begleiten. Und Sie können sich vorstellen, dieser verlockenden Einladung konnten wir natürlich nicht widerstehen. Hier ist die Navy Band zu Hause in Simonstown in der Nähe von Kapstadt. Die Konzerte im Park sind immer wieder ein beliebter Anlass zum Picknick und zur Freude für das überwiegend weiße, gutbürgerliche Publikum. Aber auch hier ist die Navy Band mindestens genauso gern gesehen in den Schulen der Townships. Mitglieder der Band geben Musikunterricht. Und wer gut ist und schon ein bisschen fortgeschrittener, der hat in den Townships schnell sein Publikum und vielleicht auch bald seine eigene Band. Das Engagement der Jugendlichen ist groß und wird nur durch den Mangel an Musikinstrumenten begrenzt. Ohne den Einsatz der Navy Band hätten diese Jugendlichen kaum eine Chance, ein Instrument zu lernen. Und wer besonders gut ist, kann auch über die Musik einen Weg aus den Townships finden und ist zum Beispiel zum Musiker bei der Navy Band bringen, wie Madi Kizela. Hier hat man viele Möglichkeiten, noch was zu lernen, besonders mit der Hilfe unseres Dirigenten Mike Oldham. Er versteht es sehr gut, uns zu helfen und noch mehr zu lernen. Er sorgt dafür, dass man seine Geschichte kennt. Hier war auch Madi Kizela vorher zu Hause. Er ist ohne Strom und sanitäre Anlagen groß geworden. Wir fahren weiter zu einem anderen Township, um jemanden zu treffen, den Sie auch schon kennengelernt haben. Red Hill heißt dieses Township, auf einem Hügel gelegen. Und hier lebt Alele, der junge Mann, der auch schon in Bremen beim Sommercamp der Kriegsgräberfürsorge und beim Empfang im Rathaus mit dabei war. Das ist mein Bruders Haus. Das ist das Haus meines Bruders. Er wohnt hier mit seiner Frau und einem kleinen Kind. Seit 1,5 Jahren wohne ich auch mit hier. Nach Bremen konnte er durch die Vermittlung der Navy Band mitfahren. Was ihn dort am meisten beeindruckt hat, wollten wir wissen. Das war ein großes U-Boot im Hafen. Boote sind nämlich Aleles Leidenschaft. Und dass er hier segeln kann, geht natürlich auch wieder nur mit Hilfe der Navy Band, die durch Projekte wie diese versucht, alle Kulturen und sozialen Schichten Südafrikas zusammenzuführen, genauso wie in ihrem Orchester. Alle Menschen sind da vertreten, alle Hautfarben, auch in der Musik. Man sieht das nicht nur an den Musikern, man hört auch in unserer Musik die verschiedenen Kulturen. Denn nur durch das Prinzip der Integration aller Menschen, sagt Admiral Lou, kommt nicht nur die South African Navy Band in Harmonie, so kommt auch die gesamte Marine und letztendlich damit unser gesamtes Land zur Harmonie. Thank you.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es bei der diesjährigen Musikschau der Nationen 2004 so etwas geben würde wie einen Preis für Anmut, ist klar, wo der hingeht. Hier an die Tänzerin der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Alle Mädchen tanzen schon seit ihrer Kindheit und sind jetzt Armeeangehörige, stationiert in einer Kaserne in Peking. Aber natürlich mit besonderem Dienstplan. Vormittags machen wir Theorie und studieren neue Choreografien, die dann nachmittags geprobt und umgesetzt werden. Und haben Sie sich für Bremen besonders vorbereitet? Also Sie haben sich 2 Monate lang extra intensiv für die Musikschau der Nation vorbereitet. Ja, 2 Monate Proben in Peking für 10 Minuten Auftritt in Bremen. Daran können Sie ermessen, wie viel Mühe sich viele Künstler machen und welche Arbeit hinter einer Performance steckt, die hier gleich in der Halle so selbstverständlich perfekt und leicht aussieht. Oh!
Sodori. Sodori. Motori. Sodori. Sodori, 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 Sodori. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es hier schon, wir haben uns inzwischen in die besseren Kreise vorgearbeitet. Denn es gibt auch immer einen Empfang am Rande der Musikschau für Ehrengäste und für die very important persons. Und zu den Bedeutenden hier zählen natürlich auch die Kapellmeister. Aber es sind nicht nur diejenigen hier, die in diesem Jahr auftreten, sondern auch schon einige, die im nächsten Jahr mit dabei sind. Freundschaft. Ja, und das, liebe Zuschauer, ist der Mann, der über Auftritt oder Nicht-Auftritt entscheidet, Rolf Reimers. Herr Reimers, Sie sind Organisator und ich sage mal weltweiter Talentsucher für die Musikschau der Nation. Was sind denn die Kriterien, nach denen Sie aussuchen? Es gibt drei Kriterien. Ein Kriterium ist, Sie machen gute Musik, Sie machen eine gute Show und Sie müssen unser Publikum begeistern. Und haben Sie für die nächste Show schon ein paar gefunden? Für die nächste Show haben wir schon einige gefunden, aus Singapur, aus der Türkei, aus der Ukraine, aus den Bermudas. Und noch einige weitere. Es sind schon Orchesterleiter aus Singapur hier und aus der Türkei ebenfalls. Sie gucken sich die Show an und werden dann in ihren Heimatländern proben für 2005 in Bremen. Ja, und wenn Sie die Herren im nächsten Jahr nicht mit Sektglas und Häppchen, sondern mit Orchester und Taktstock erleben wollen, liebe Zuschauer, Sie können natürlich wie immer gerne live mit dabei sein. Die nächste Musikschau der Nation ist am letzten Januarwochenende 2005 wieder hier aus der Bremer Stadthalle, die inzwischen umgebaut in neuem Glanz größer und schöner erstrahlen wird. Wir bleiben beim Althergebrachten und präsentieren Ihnen zum Schluss der Sendung wieder das große, spektakuläre Finale unter Beteiligung aller Orchester. Ich will da nicht mehr stören, darf mich jetzt schon von Ihnen verabschieden, würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und vielleicht sehen wir uns dann ja bald wieder. Machen Sie es gut bis dahin und nun viel Spaß beim großen Finale.
Schönes bleibt präsentiert diesmal Urlaubshits mit Paola, Bonnie M. und Mary Rose.